Liebe Freunde des Sprachgesangs, heute werde ich endlich diverse Versprechen einhalten, die ich euch schon lange gegeben habe. Es geht heute speziell um fünf Kandidaten. Und das sind, wie man hier schön sehen kann, einmal Jizzes, Contra K, Punch Arroganz, Hayef und Sam Zilla. Und ihr fragt euch jetzt, warum genau diese fünf Kandidaten, das ist ziemlich einfach zu erklären. Da fangen wir jetzt einfach mal von vorne an. Zum Beispiel bei Jizzes habe ich ja in der Albumreaktion auf Wolke 7 gefragt, ob es denn eigentlich auch tiefe Tracks von Jizzes gibt, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann. Und tatsächlich gab es so zwei, drei, die ihr mir genannt habt, aber ein Titelname wurde immer wieder erwähnt. Und das war Hinterher von Ebbe und Flut und den ziehen wir uns direkt rein. Dann im Anschluss geht es ausschließlich auf Spotify weiter, weil alle anderen vier Kandidaten sind über Spotify besser zu finden. Und zwar wäre das CD2 sowie CD3 vom Contra K's Erde und Knochen Album, denn auch da habe ich in meiner Album Reaction gesagt, wenn euch das interessiert, gehe ich auch gerne noch CD2 und 3 durch. Und dann ein Kandidat, den es auf diesem Kanal noch nie zu sehen gab und ihr habt in den Kommentaren öfter mal gefragt, ob ich auf Punch Arroganz neues Album reagieren kann, was auch vor kurzem rauskam. Und dann den letzten zwei Kandidaten, KF und Sam Zilla, habe ich euch nach einer simplen Song Reaction gefragt, ob ihr möchtet, dass ich mir diese Alben reinziehe, beziehungsweise EP in Sam Zillas Fall. Und auch da gab es positives Feedback, deswegen schlage ich heute, weil ich sonst einfach nicht zu stemmen habe zwischen all den anderen Songs und anderen Formaten, die ich auf meinem Kanal noch machen möchte, sodass ich heute fünf Fliegen mit einer Klappe schlage. Heute weiß ich besser, doch es gab auch andere Zeiten. Vor 12 Jahren kam jede Woche Strafanzeigen. Es war klar, ich konnte nicht bei Mama bleiben. Nein, nein. Kennst du in das kalte Wasser schmeißen? Also dafür, dass das jetzt der Deep Track sein soll, den ihr mir mehrfach empfohlen habt, fängt er auch schon ziemlich brachial an. Aber gut, für Jizzes ist er wirklich deep. Mit 14 Jahren allein auf den Straßen. Die Attitüde, ich lass mir nichts sagen. Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander. Heute bin ich dankbar, denn Mama war da. Ja. Also wie ich jetzt gesehen habe, der Song scheint der Mama gewidmet zu sein. Nicht nur im Titel, sondern man hört es auch aus den Lyrics. Krass, Alter. Jizzes, wirklich? Hat in ihrem Sohn nur das Beste gesehen. Ich würde mich gern bedanken, aber jetzt ist zu spät. Denn hinterher weiß man besser. Im Nachhinein ist man schlauer. Du weißt nie, was die nächste Flut mit sich bringt. Also halte zu denen, die dir wichtig sind. Also ich muss sagen, so den Beat, der Beat, der hört sich für mich irgendwie billig an. Also wenn man da schon so ein bisschen gegen das Image geht, dann kann man da ruhig einen gefühlvolleren Beat einbauen. Also entweder ganz oder gar nicht so. So, dann kommen wir zu Spotify. Auf das komplette Album habe ich ja schon reagiert, Song 1 bis 18. Jetzt möchte ich einmal über CD2 und CD3 mit euch reden. Gehe jetzt gezielt auf die Songs ein, wo ich meine, das sind die besten. Und ich gehe nach der Reihenfolge und auf CD2 ist der erste Song, den ich näher beleuchten möchte, Verbrannt. Wir hören da mal kurz rein. Es sind der Feuer und Flamme, dann sind sie Asch und Staub. Kann man verzweifelt am Papier fest, doch die Luft ist zum Zauber. Es ist schon ein Riesenunterschied, ne? Also von der Qualität her, finde ich, ist der Unterschied enorm zu spüren von Jizzes direkt zu Contra K, ey, boah. Ein kleiner Punkt, der wird zum Feuer heiß wie 1000 Grad. Verbrennt deinen Reiz, verbrennt dein Hype, verbrennt deine Likes, verbrennt dein Arsch. Das ist sowas, was man extrem leicht mitrappen kann und was auch viel besser im Kopf geht, finde ich. Aber das ist halt alles Geschmackssache, ne? Und es ist direkt der nächste Song, der mir ebenfalls gefallen hat und der nennt sich Kein Tag frei mit Rico. Achtung. Ich finde, das ist jetzt so ein Song, wo man direkt am Anfang spürt, anhand des Beats, dass das was Geiles wird. Eine Mega-Kombi, Mann. Eine Mega-Kombi. So, als nächstes. Real Recognize Real. Das ist auch so ein Titel, wo irgendwie so ein nostalgisches Feeling rüberkommt. Hört es euch einfach mal an. Spielt so ein bisschen mit dem Oldschool-Ami-Rap-Style von vor 10, 15 Jahren, würde ich jetzt vielleicht sagen, wenn nicht sogar 20 Jahre. Das versetzt mich einfach heftig zurück in diese geile Zeit, Mann. Yeah. Der Anfang schon. Ganz ehrlich, dieser Anfang schon, oder? Jetzt mal ehrlich. Wieder einer dieser Tage, spüre meine inneren Dämonen, die mich jagen. Weil meine Haut mir zu eng wird durch Schizophrenie, denn die Stimmen bringen mich in Rage. Ich finde, das könnte man echt öfter machen. Das passt sehr, sehr gut zu seinem Style, Mann. Oh, jetzt springen wir ein kleines Stück nach vorn. Auch unter den Live-Songs ist tatsächlich was, was ich sehr, sehr fett finde. Und das ist mehr als ein Job.
jedes Hemd her, behalte ich im Herrn und in meinem Gedächtnis, wie dreckig es wär. Und wenn ich dran häng, wie viele der Besten am Boden liegen, dann blutet mein Herz. Dann hört mal genau auf den Chorus. Ich finde, das klingt 1:1 wie Raf Camora. Ich habe vielleicht auch ein bisschen zu wenig Hintergrundwissen. Vielleicht wurde der Song von Raf und seinen Leuten produziert. Ich weiß es nicht, aber es klingt so krank nach Raf Camora. Das klingt einfach, als hätte der seinen Stempel auf diesen Song. Sein Job, tut mir leid, Bruder, ich hab keine andere Wahl. Mach nie wieder Stopp, denn diese Chance gibt dir Gott nur einmal. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, das klingt doch 1:1 wie Raff. Ey, wenn der nicht dahinter steckt, dann weiß ich auch nicht. Hier ist noch ein Song drauf, der mich schon wieder an ganz andere Personen erinnert. Jetzt hört euch den bitte erstmal an. Schon dieser Beat. Warum erinnert mich das an Royal Bunker? Also es klingt nicht 1:1, aber trotzdem hat mich das sofort an Royal Bunker erinnert. Was für ein fetter Beat! Ey, wirklich, das muss man mit Kopfhörern hören. Wirklich, bitte Leute, Kopfhörer rein und hört euch diesen Song an. Geht auf Spotify, pumpt das Lied. Sie klingt auch ein bisschen wie Raff, aber gut, ich bin jetzt gerade zu Raff verseucht wahrscheinlich. THL, fange damit an. Warm flüchten vor mir selbst bis zum Wagenkram. Fing jeden Tag Theo ab und Kaiser da. Und der letzte Song ist tatsächlich auch hier der letzte Song. Wie machst du das? Mal wieder mit Rico. Schon von klein auf wollte ich immer mehr. Mein Kopf verfährt mit Sachen, doch die Tasche maniert. Ich war nicht zufrieden hier mit dem, was ich hab. Mein Geschäft übertrieben, sag mir, wie du das machst. Merkt's auch hier wieder schon am Anfang, das geht in eine sehr gediegene, chillige, laidback-Stimmung und passt auch deshalb sehr gut zum Rest des Albums, beziehungsweise zu allen anderen CDs passt es sehr gut, weil das halt einer der wenigen Songs ist, die so richtig schön runterfahren. Und deswegen zum Schluss, ganz zum Schluss, perfekter Platz dafür. So, nächster Kandidat, Punch Arroganz. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, habe ich mich ein bisschen schwer getan mit ihm. Er trifft nicht meinen Geschmack. Es gibt ein paar Songs auf dem Album, nach denen ich mir das wirklich mal ganz in Ruhe angehört habe. Mir fehlt irgendwie das gewisse Etwas. Es ist immer schwierig, noch diplomatisch zu bleiben und jetzt nicht irgendwie zu sagen, oh, ich find's scheiße, weil es ist scheiße. Nee, das ist ja kein Argument so, ne? Deswegen versuche ich das dann immer irgendwie plausibel zu erklären, aber in dem Fall ist es schwierig einfach. Deswegen sage ich auch, ich habe mich schwer getan, weil ich einfach nicht weiß, wie ich es beschreibe. Es ist das gewisse Etwas. Es ist das gewisse Etwas. Es könnte das gewisse Etwas in der Stimme sein. Es könnte das gewisse Etwas in der Produktion sein. Es fehlt mir einfach was Besonderes. Nichtsdestotrotz gibt es 3 Songs unter den ersten 15, die ich mir angehört habe, weil dann kommen nur Instrumentals und eine extra CD. Die 3 Songs sind einmal Auf der Jagd, Started from Hell und der letzte, Eine geht noch. Und da hören wir mal kurz rein. Und Tropfen. Ich nehme die so etwa seit Wochen, aber könnten noch Monate sein. Ich meine, wer zählt denn, da geht schon mal was rein. Ich lag immer fast wie im Koma bis 2. Ergreife ja nicht für die Drogenpartei, aber mein ja nur. Mir ging es sehr gut, Oma machte mir Komplimente für mein Aussehen in einer Tour. Also geben Sie mir bitte einfach nochmal diesen gelben Zettel, mit dem ich in einer Apotheke laufen kann. Ich bin mir sicher, dass ich alle meine Sorgen damit easy in den Griff bekommen werde und mein Leben wird ersparen. Wofür ich auf jeden Fall meinen Respekt aussprechen muss, ist die Geschwindigkeit, mit der er rappen kann oder vielleicht auch könnte. Und er hat auf jeden Fall einen kranken Rap-Skill. Also der Typ rennt dir davon, Alter. Started from Hell. Okay. Twizy. Punch. Attitude. Da ist es vor allem auch wieder der Beat gewesen, ne? Ihr wisst ja, ich stehe so auf extrem geile Beats. Du hast alles, was du willst. Man hat's dir bloß geschenkt. Den willst du erzählen, du hast dich hochgekämpft. Wem, ha? Bitte nicht drauf rein, wenn dein Name auffällt. Du bist started from the bottom, wir sind started from hell. Und der letzte, Eine geht noch. Ich kann nicht kontrollieren, dass ich mich nicht mehr kontrollieren kann. Der Teufel hat gewonnen und der zieht mich ran. Ich hab von Anfang an das Ziel gekannt, wertungsfrei. Doch wollte einfach nur mal schmerzlos sein. Hier passt alles. Also wirklich mit Abstand der beste Song auf dem Album. Weil da alles passt. Es klingt super, super stimmig. Jetzt kommen wir zu den 2 letzten Kandidaten für heute. Und für mich auch die interessantesten, weil die einen sehr krassen ersten Eindruck bei mir hinterlassen haben. Beide, kann man eigentlich schon sagen, gehören eher zu den Rappern, die auch sehr gefühlvoll können. Und das ist genau mein Ding.
wie wir alle wissen. Auf ihn bin ich aufmerksam geworden, weil er mit Prinz Pia diesen Song hatte vor einiger Zeit, was auch in meine Musik der Woche vorkam und das absolute Highlight eigentlich von dem Video war. Jetzt ziehen wir uns mal Modus rein, wo auch der Song Kartenhaus, den wir uns ja schon reingezogen haben, vorkommt. Nie bedacht, dass diese Zeit vielleicht nie kommt. Keine Wille und Kinder, bloß irgendeinen Job. Sind nicht weit gekommen, wohl nicht weit gekommen. Ich dachte wirklich, als das jetzt angefangen hat, das wird mir ein bisschen zu kitschig. Aber das ist... Das klingt sehr gut. Und auch hier werde ich euch aus Zeitgründen natürlich nur die Songs nennen, die für mich besonders rausstechen aus der ganzen Geschichte. Wenn der Schall wieder die Stille bricht, dann bin ich in einem Film. Du bist, was mich zum Laufen bringt und ich will mit dir chillen. Mit dir die ganze Nacht lang, will morgens mit dir aufstehen. Scheiß mal auf die Nachbarn, ich will, dass du jetzt laut bist. Es geht hier schon tiefer und um mehr als die typischen Themen. Und das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Und deswegen ist Musik der erste und auch der passendste Song, um gleich damit zu beginnen, welche Songs auf diesem Album ich genial finde. Und man hört auch direkt bei diesem Song, dass es kein Wunder ist, warum er sich mal mit Prinz Pi zusammengetan hat, weil die sich vom Stil einfach super, super ähnlich sind. Die geben sich da echt nicht viel, ne? Das Video, Leute, wie gesagt, wer es noch nicht gesehen hat, zieht euch das Video Kartenhaus rein. Seitdem verfolge ich ihn hier wirklich aktiv, ne? Ja, weil du mich rausholst, immer wenn ich down bin, immer wenn ich glaube, dass nichts mehr geht, dann bist du unglaublich stark und baust mich auf. Ich kann dir so vertrauen, weil du mich verstehst. Du bist Musik, ey, du bist meine kleine Droge. Vielleicht kann mir der Künstler selber hier, also Dicker, ich spreche dich jetzt mal persönlich an, vielleicht kannst du ja selber mal was dazu sagen, ob du vielleicht eine Ahnung hast, wie alt dein Durchschnittshörer ist, aber ich glaube wirklich, dass das ein bisschen das jüngere Publikum ist, die, die vielleicht noch nicht so ganz abgestumpft sind. Hey, immer dann, wenn du vorbeikommst, ist Flight Motor. Für dich hab ich immer Zeit, Girl, du weißt das doch. Denn ich bin nicht gut im Alleinsein, komm, bleib heute Nacht. Hey, bleib doch noch. Das ist das Paradebeispiel, um über die Qualität der Beats von diesem Album zu sprechen. Und auch hier wieder die Frage an dich. Wo hast du diese Beats her? Klingt teilweise so gut, dass man sich denkt, oh Alter, auf diesem Beat kann man eigentlich nicht verkacken oder man darf es nicht. Man darf es einfach nicht, weil die so nice sind, dass sie wahrscheinlich schon dem Song allein was Besonderes irgendwie verleihen. Und vom Text her stützt natürlich auch das, was ich vorhin gesagt habe, jüngeres Publikum. Und er ist ja auch selbst saujung, ne? Also, ich meine... Passt ja nur. Wo ist das Problem? Also überwiegend besteht dieses Album auf jeden Fall aus Gesang. Also es ist auf jeden Fall nicht alles nur Gesang, weil gerade auch was man auf YouTube sieht, spricht schon dafür, dass er rappen kann. Deswegen würde ich ihn einfach mal Rapper nennen. Also Plastikbecher und Stolpern lernen finde ich vom Gesamtklang ziemlich gut. Stechen für mich jetzt aber nicht so raus, dass ich die jetzt speziell nochmal lange durchskippen muss. Ich lasse euch aber trotzdem mal reinhören. Alle wollen Couple-Gold sein in der Zeit, wo das meiste geskippt wird. Ey. Ey, wir sind nicht Bonnie und Clyde, wir sind das, was die anderen halt nicht sind. Das war Plastikbecher. Gehen wir mal auf Stolpern lernen. Ey, ist okay, wenn deine Knie bluten. Denn du lebst, während andere es nie versuchen. Ja, wir sehen nur, was fehlt, weil es nie genug ist. Alles dreht sich, das Leben ist ein Riesen-Looping. Das klingt so heftig nach Prinz Pi, ne? Es klingt so heftig nach Prinz Pi. So, jetzt, seit ich die das erste Mal zusammen gehört habe, ne, er könnte ihn wahrscheinlich auch von der Stimme her echt gut imitieren, wenn er das wollte. Ja, allein finde ich die erste Minute sehr gut. Da hören wir gleich mal rein. Alles, was ab Chorus ist, ist mir ein bisschen zu aufgedreht. Also es wirkt für mich so schon fast irgendwie wie Techno nicht. Es ist schon eher House irgendwie. Ja, hört es euch mal an. Ich bin allein in dieser viel zu großen Wohnung und die Zeit, sie geht ohne dich nicht um und deshalb schreib ich dir schon wieder einen Song, von dem ich weiß, du hörst ihn nie. Das würde für mich so, also wirklich, wenn ich es mir aussuchen könnte, ja, wenn ich mir jetzt wünschen würde, was als nächstes passiert, dann würde jetzt einen Rap von ihm einsetzen, einen, ja, doch schon schnellen Rap. Aber mit extrem tiefgründigen Texten, das, boah, würde das krass passen. So, das wäre so meine Wunschvorstellung. Schon wieder ein Song, von dem ich weiß, du hörst ihn nie. Du hörst ihn nie. Du hörst ihn, du hörst ihn nie. Du hörst ihn, du hörst ihn nie. Das meine ich.
Ja, ist nicht mein Ding. Ja, Nie mehr neu ist einer der wenigen Songs, wo tatsächlich auch recht viel Rap vorkommt. Da hören wir doch mal rein. Und es fuckt uns ab, weil wir wissen, dass es nie mehr neu wird. Und ja, wir kennen uns, das ist der Trennungsgrund. Das Spiel ist durchgespielt, wenn kein neues Level kommt. Ja, dieser Trennungsschmerz, das hat er einfach drauf, ne? Ein sehr stimmiges Album. Ich bin gespannt, was du in Zukunft noch bringst. Und muss an der Stelle auch mal anmerken, dass er sich wirklich sehr viel Zeit genommen hat, um sich unsere letzte Song-Reaction anzugucken. Darauf hat er auch reagiert, hat einen Kommentar hinterlassen und hat sogar noch andere. Und das hat bis jetzt, glaube ich, noch niemand gemacht von den anderen Rappern oder anderen Persönlichkeiten, die bei mir auf dem Kanal was hinterlassen haben. Da gab es zwar immer einen Kommentar an mich gerichtet, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es jemanden gab, der noch auf andere Kommentare, also meine Community, eingegangen ist. Und da war er tatsächlich der Einzige und Erste, der das bis jetzt gemacht hat, was ich wirklich, ey, Hut ab, mega geniale Aktion. Die Leute haben sich extrem gefreut. Ich kann ja die Kommentare mal an der Stelle einblenden, wenn ich es nicht eh schon habe, weil ich bin ja jetzt eh fast fertig mit Quatschen. Und das hat einen sehr, sehr nicen Eindruck hinterlassen, einen sehr bodenständigen Eindruck dafür, dass er eigentlich schon groß ist, beziehungsweise, was heißt groß, ist immer im Auge des Betrachters liegt das natürlich. Der letzte Kandidat für heute und eigentlich kann man schon sagen, einen Ehrengast. Und es ist längst überfällig, dass ich darauf reagiere, weil er mich bisher von allen Musik der Woche, die wir bisher hatten, am heftigsten umgehauen hat. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil ein paar von euch mir sein Video nicht so einfach geschickt haben. Doch kein Betrag auf der Bank macht die Eltern reich. Sei stolz auf dich und dann können's deine Eltern sein. Boah, ich hab Gänsehaut, original, Alter. Ich hab Gänsehaut, original. Da ist ein unheimliches Potenzial dahinter, weil halt schon alles passt. Ich sage Ehrengast deshalb, weil wir auch ein bisschen Privatkontakt haben. Ich möchte uns da noch nicht so in die Karten schauen lassen, aber es könnte durchaus sein, beziehungsweise wird die Wahrscheinlichkeit immer höher, dass wir in Zukunft mal gemeinsame Sache machen könnten. Also was heißt gemeinsame Sache? Jetzt denken alle hier, wir machen zusammen Mucke. Nein, das meine ich nicht. Aber dass wir vielleicht mal ein Projekt zusammen machen, irgendwas Videotechnisches. Aber gut, dazu dann später mehr. Und er ist auf jeden Fall offen, was das angeht. Und auch das spricht natürlich für einen sympathischen Eindruck, ne? Deswegen schauen wir jetzt einfach mal in die Kreis-EP rein. Wir haben ja bis jetzt nur nicht so einfach gehört. Und ich führe euch jetzt noch die Songs vor, wo ich finde, die haben auf jeden Fall ein besonderes Augenmerk verdient. Doch sie wissen jetzt, ey. Heute drin wie ein V-Mann, immer noch 91er Baujahr. Hab mich auf dem Platz vom Beginn schon gemausert und trag heute mit 8 diese 10, Digga, klopf. Was ist das Besondere an ihm? Ja, ich sag das jetzt schon vorweg, ist ja jetzt egal, wo wir stehen, ob ich das immer am Ende sagen muss. Nein, ich sag das jetzt mal am Anfang. Das Besondere finde ich an ihm ist, dass er einer der wenigen ist, die lyrisch so viel drauf haben. Es ist irgendwie, sein Flow ist so fließend und nahtlos, das habe ich aber glaube ich auch schon bei Nicht so einfach erwähnt, dass ich manchmal sogar die Sorge habe, dass es zu perfekt klingt. Wisst ihr, was ich meine? So zu perfekt, dass das zu clean klingt so. Ja, gut. Machen wir weiter. Sam Zilla. Mit 13 Jahren wurde Trip geboren, Mann, ich weiß es noch. Hatte keinen Plan und nur Scheiße machen in meinem Kopf. Block und Papier, mal gucken, ob's funktioniert. Das war mein Ding, von Beginn und im Grunde nicht kompliziert. Das ist übrigens nach Nicht so einfach mein Lieblingssong auf der EP. Storytelling, Mann, Storytelling. Endlich bekomme ich Storytelling. Meine Fresse, warum gibt's das so selten, Alter? Warum gibt's das so selten? Es geht doch. Ist doch nice, Mann. Ein Song, wo dir wirklich 3 Minuten 31 eine Geschichte erzählt wird. So, wo du mal ein bisschen deine Gehirnzellen auch anstrengen musst. Doch ich bin so weit, yeah. Vergiss alles, was du dachtest. Denn ich bin back, Junge, check. Sam Silla Silla. Vergiss alles, was du dachtest. Denn ich bin back. Leute, zeigt ein bisschen Liebe. Supportet ihn. Folgt ihm auf Spotify. Folgt ihm auf YouTube. Ich sage euch wirklich, da kommen noch große Dinge auf uns zu. Und auch wenn man Kopfschmerzen und Kreis ein bisschen näher beleuchten könnte, beziehungsweise sogar sollte, möchte ich ja dazu animieren, dass man sich die Songs auch selber gibt. Aber die lasse ich jetzt mit Absicht außen vor, damit ihr jetzt nicht alles gehört habt, auf welchen Song ich aber noch eingehe. Das ist der letzte und das ist Weg raus. Der könnte für mich eigentlich so eine Art Part 2 zu Nicht so einfach sein. Ja. Wir sind Kämpfer seit dem ersten Tag. Egal wie schwer es kam, ich lernte erst in der Gefahr. Kopf aus Stahl, du musst dran glauben, Bro. Dieser Wille ist geweckt und ich bin bald auf dem Mond. Sam Armstrong rappt und das war's schon. Flow weit weg, der Rest kann gern nachkommen. Und warum das für mich ein Part 2 sein könnte von Nicht so einfach, ist, weil das für mich ein ähnlich
zum Nachdenken anregender Song ist. Punkt. So, und jetzt seid wieder ihr am Drücker. Wenn euch dieses Format gefällt, dass ich auch auf Sachen reagiere, die jetzt nicht in der letzten Woche passiert sind, sondern einfach um Alben, wo ihr schon immer wissen wolltet, wie meine Meinung dazu ist, dann kann es auch mal wieder ein Video dazu geben, wo ich die prägnantesten 5 davon nehme und einfach mal ein extra Video dafür mache. Und wenn euch, wie gesagt, das Ganze gefällt, dann zeigt mir ein bisschen Liebe und unterstützt nicht nur die Künstler, die es verdient haben, meiner Meinung nach, sondern vielleicht auch mich ein bisschen. Lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen nach oben da. Bettel um sowas ungern, aber jetzt bettel ich. Klopf, klopf, Digga, hör mal, wer da hämmert. Onkel Sam, ich komm mal Uri Keller. Verrückte Flows, hol ich einfach aus dem Keller. Keiner deiner Jungs kommt mit mir auf einen Nenner.